zusammen. Heute habe ich einen Beauty-Tipp für euch, wie ihr am besten euer Gesicht reinigen könnt. Aber dazu braucht ihr etwas Zeit. So, das ist dieses Produkt. Die Marke heißt Erno Laszlo. Das ist ein Reinigungsverfahren. Da hat man eben wie so ein kleines Ritual für sich. Alles eben in dieser Verpackung. Und das hat wirklich eine riesenlange Geschichte. Ich kann mir jetzt auch nicht einfach alles merken, aber googelt es mal. Es ist sehr, sehr interessant. Ich erzähle es euch ganz kurz und knapp. Erno Laszlo hat damals, also das ist ein amerikanisch-ungarischer Arzt und der hat in den 30er Jahren ein Beauty-Institut gehabt. Das war quasi eher so ein bisschen für die High Society. Die durften eben dann dahin gehen und sich beraten lassen von ihm. Quasi das perfekte Produkt für ihre Haut. Zum Beispiel Marilyn Monroe, Audrey Hepburn sind dahin gegangen. Voll geil. Ja, und das ist eben die schwarze Seife. Ja, und das ist nämlich dieses Splashing mit dem Wasser und Clocking. Das heißt, jede Haut hatte eine Uhrzeit für sich. Zum Beispiel die 8.30 Uhr Haut war die sehr trockene Zeit, die 10.30 Uhr war so die Mischhaut, sowas. Aber jetzt gibt es auch noch mehrere Produkte. Es gibt auch noch die blaue Seife. Ich habe jetzt die schwarze Seife für mich und benutze die schon ewig lange und finde das so mega geil. Phase Nummer 1, das Cleansing Oil. Einfach eine kleine Menge, ungefähr in der Größe einer 20-Cent-Münze, auf die Hand geben, verteilen und im Gesicht auftragen. Es ist quasi so, dass dieses Öl Make-up, Fett und Schmutz bindet und in Verbindung dann mit der Seife, was dann der zweite Schritt ist, dass eben die ganzen Poren auch geöffnet werden. Und das besteht auch aus 13 ätherischen Ölen. Ja, und das eben öffnet so die Poren, bindet eben den Schmutz, Fett, Make-up und ist Phase Nummer 1. Das ist die schwarze Seife, Phase Nummer 2. Die habe ich wirklich jetzt schon so lange. Das ist unglaublich, wie lange die einfach hält. Also ich habe die jetzt mindestens seit mindestens einem Jahr. Also das hält wirklich ewig. Man kann auch ein Stück abschneiden, muss aber ein bisschen aufpassen, dass es nicht ganz so bröselt und zum Beispiel auch in der Dusche mal benutzen, wenn man zum Beispiel auf dem Dekolleté Probleme hat. Ich benutze es jetzt nur fürs Gesicht. Die schwarze Seife besteht aus 97% natürlichen Wirkstoffen und die ist aus dem Toten Meer, also Schlamm aus dem Toten Meer ist da drin. Ja, und in der Kombination mit dem Öl, also mit Phase Nummer 1, ist nämlich das perfekte eben für die Haut. Ihr kennt es vielleicht zum Beispiel auch, da gibt es Schlammmasken, Tote Meermasken, wie auch immer, ja, und das ist eben alles hier drin, in diesem Klotz. Was so geil ist, wenn man das dann macht, das quietscht dann irgendwann so. Also man hat wirklich das Gefühl, es kann kein Schmutz mehr da sein. Wie zum Beispiel kennt ihr das, wenn ihr euer Gesicht mit einem Kosmetiktuch reinigt. Man hat irgendwie manchmal noch so das Gefühl, wenn ich jetzt mein Handtuch mein Gesicht abtrockne, manchmal hat man so das Gefühl, da sind noch Make-up-Reste drauf. Mit dieser schwarzen Seife nicht mehr. Also man fässt echt so drüber und denkt so, wow, krass, das ist wirklich so heftig gereinigt. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Splashing, was ich vorhin erwähnt habe. Man füllt das Waschbecken mit Wasser, mit angenehm lauwarmen Wasser, eben dann die Seife eintauchen, das Gesicht eben damit reinigen und dann splasht man 20 Mal, Splashing, das Ganze 20 Mal und dann kurz das Wasser austauschen, damit etwas heißerem Wasser eben austauschen, einfüllen und dann nochmal ganze 10 Mal splashen. Warum auch immer, das soll die perfekte Kombination sein für die Haut, dass sich die Poren wirklich mit dieser Seife in Verbindung setzen und öffnen und am besten eben reinigen. Kommen wir zur Phase Nummer 3, das ist das Toning. Und zwar Light Controlling. Das ist eine, ja, wie kann man das nennen, ein Wirkstoff, ich glaube auf Alkoholbasis, was jetzt nämlich hier ganz wichtig ist, die Augenpartie aussparen, weil die Haut da sehr dünn ist und wenn man mal irgendwie ein Pickelchen hat, nicht drüber gehen, weil das brennt. Das heißt, einfach auf dem Wattepad das Ganze nehmen und mit dem Gesicht, das Gesicht damit dann ausreiben. Das desinfiziert nochmal komplett das Gesicht und, was der Hammer ist, sollte irgendein letzter Schmutz auf dem Gesicht sein. Das bleibt dann auf diesem Wattepad nochmal hängen und das ist wirklich der letzte Scheiß, ja, den man damit noch abnehmen kann. Hammermäßig, oberkrachergeil.
Also ich kann euch dieses Paket wirklich wärmstens empfehlen, weil man kennt sich ja da wirklich noch nicht so gut aus und das ist wirklich so das gängige Paket. Lasst euch da nichts aufschwatzen, weil das ist wirklich relativ teuer. Das kostet jetzt so im Durchschnitt 40 bis 50 Euro. Man kann aber wirklich bis zu 400 Euro da ausgeben. Unglaublich. Aber ich bin mit diesem Paket sowas von zufrieden. Es gibt auch diese blaue Seife für fettige Haut. Es gibt da so viele Sachen. Aber wirklich dieses Paket ist für den Einstieg optimal. Nicht nur ich benutze es, sondern auch zwei Mädels aus meinem Freundeskreis auch. Genau dieses gleiche Paket und sind so zufrieden. Und haben auch wirklich Verbesserungen der Haut gemerkt. Also ich persönlich auch, aber ich bin nicht ganz so empfindlich mit meiner Haut, dass ich irgendwie Akne habe. Aber eine Freundin von mir, die hat da wirklich sehr Probleme gehabt und es ist wirklich so gut geworden. Nicht ganz weg, aber wirklich mega krass der Unterschied, seitdem sie diese schwarze Seife benutzt. Ja, also ich bin echt voll der Fan davon. Probiert es mal aus. Lasst euch auch mal beraten. Aber wie gesagt, ich benutze das jetzt schon wirklich länger und kann dieses Paket zum Einstieg euch total empfehlen. Das war mein Tipp für euch zum Gesichtsreinigen, wie es so schön hier auf der Verpackung heißt. The best cleansing system in the world. Ich persönlich finde es momentan gerade auch. Also falls ihr es nicht kennt, probiert es mal aus, falls ihr Bock drauf habt. Vielleicht kennt es ja einige schon von euch. Dann könnt ihr ja mal für die anderen hier in die Kommentare schreiben, wie ihr mit Erno Laszlo so umgegangen seid oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Interessieren andere bestimmt auch sehr. Und falls ihr es nicht kennt und wenn ihr es ausprobiert, würde es mich wirklich so interessieren, wie es euch damit geht. Ich meine, es dauert zwar immer ein bisschen länger das Ganze, aber wenn man den Dreh raus hat und eben die Verbesserung merkt, dann will man dieses Produkt echt nicht mehr missen. Ja, ich hoffe, dass ich euch wirklich damit einen guten Tipp gegeben habe und ja, ich freue mich auf eure Kommentare.